Herzlich willkommen zurück zu Marvels Adventure. Ich denke, dass ich zwischendurch meinen Cut gemacht haben werde. Ich kann es leider nicht immer so im Vorfeld ansagen, deswegen seht es mir Nicht bitte cool. nach, wenn ein plötzlicher Cut mal mitten reingeschnitten wird, weil es Klingt, als würde das alte Teil auseinanderfallen. sehr, sehr schwer ist, hier vorauszusehen, wann man einen machen kann und sollte und wann nicht. Okay, ich gehe mal lieber nicht zu schnell. Ich Was ist das? weiß, ich weiß nämlich nicht, ob die Viecher jetzt hier gleich, also diese, so, nicht Sonden, diese, ach, ich komme gerade nicht drauf. Diese Schwebedinger, so. Ist das etwa das, was ich denke? Oh ja, das ist es, Schätzchen. Können wir den nehmen? Warum ist er noch hier? Er ist so leicht. Du hattest recht, Cap. Terrigen war wirklich ein mächtiger Stoff. Wer ist da? Oh nein. Oh, warum muss ich jetzt vor dem abhauen? Hallo? Hi? Nein! Er hat mich gerade runtergeworfen. Hilfe! Wo rein, wo rein? Nein, lauf, lauf, lauf! Hallo, du sollst laufen, nicht stehen bleiben. Wow. Okay, um den Fähigkeitenbildschirm zu öffnen. Ja, das haben wir jetzt auch festgestellt. Benutze Fähigkeitenpunkte, um mit Helden aufzusteigen und neue Fähigkeiten zu erhalten. Bewege den Cursor über ein freigeschaltetes Fähigkeitsmodul. Ja, das haben wir ja quasi eben schon alles gemacht. Neue Fähigkeiten sind gelb markiert. Okay, da haben wir. Halte Y, um einen mächtigen Doppelschlag aufzuladen. Oh Gott, das sind so viele Sachen, die ich nachher alle machen kann. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich wie machen kann. Das weiß ich jetzt schon. Heb den Block auf. Hoher Schaden, mittlere Wucht, mittlere Betäubung. Und der Gegner strauchelt wohl ein wenig. Okay. Gut, ich hoffe, wir kriegen noch einen Punkt, bevor die anderen Sachen freigeschaltet werden. Also schalten wir das einfach mal mit frei. Kein Wunder, dass die Resistance von hier weg ist. An dieser Stelle hatte ich eigentlich einen Cut gemacht, also wundert euch bitte nicht, dass das hier so ein bisschen am Springen ist, denn ich habe mich dann letztendlich doch anders entschlossen. Halte Y für einen Powerangriff. Das ist alles, was ich wissen muss. Zerstörbare Da Wände. muss ich noch durch. Bäm. Unterschied bemerkt sich ja niemand. Nein, das bemerkt niemand. Es muss einen Weg zurück aufs Deck geben. So, die können wir einsammeln. Sehr schön. Hier ist auch noch Hulk was. müsste inzwischen wieder Dr. Banner sein. Vermutlich bin ich allein. A-Day-Vorbereitung. Jetzt weiß ich aber leider nicht, was jetzt das Neue davon ist.
Nein, ich wollte hier oben eigentlich rüber. Komm, weiter. Noch eins. So, doch, wir wissen, was es ist. Und zwar ist das das hier. Durch die West Coast Headquarters werde ich 3 bis 4 Mal so oft fliegen. Und der Hulk fliegt ungern. Das ist so, als würde man einen Elefanten in einen Porzellanladen sperren. Und das in 9000 Metern Höhe. Aber es wird passieren. Er kann nicht anders. Auf der anderen Waagschale liegt Tonys Projekt. Die Avengers. Die buchstäbliche Rettung der Welt, wie immer es uns möglich ist. Und Monika. Viel mehr Zeit mit Monika. Okay? Ich denke, ich kriege das hin. Hulk muss damit fertig werden. Im Großen und Ganzen sieht die Zukunft echt rosig aus. Okay, ist nicht ganz das, was da steht, aber ja, inhaltlich gleich. Okay, hier leuchtet was, da muss ich durch. Dann schauen wir hier nochmal kurz. Oder laufe ich jetzt gerade zurück? Nee, ich laufe gerade zurück, oder? Ach, das ist doch Mist. Da hört man sich meine Datei an und schon läuft man hier wieder komplett zurück. Okay. Muss ich dadurch? Oh. Schalter mit blinkenden roten Lichtern können zum Aktivieren angegriffen werden. Drücke X, um einen leichten Schlag, also normal angreifen. Halte LT, um zu zielen. Okay. Also entweder X oder zielen und angreifen. Was kann schon schief gehen, wenn man einen roten Knopf drückt? Ja, was kann schon schief gehen, ne? Okay. Wenn Hulk mich hört, bin ich geliefert. Wow, das war die Hangarbucht. Fast geschafft. Ganz ruhig, Kamala. Du musst nur zum obersten Deck, ohne den Kopf zu verlieren. Genau, nur vor allen Dingen. Ob die Knöpfe noch funktionieren? Welche Knöpfe? Welche Knöpfe? Leute! Ich sehe... Doch, Moment, da oben ist, glaube ich, ein Knopf. Kann ich hier hoch? Ah! Oh, ich bin so doof, okay. Knöpfe drücken, Plattformen bewegen. Genau. Okay, so geht's auch. Das sollte dann einfacher sein als das, was ich jetzt gerade vorhatte. Ha, daran könnte ich mich gewöhnen. Und den? Immer nur nach oben. Okay. Ich wollte eigentlich keinen Doppelsprung machen, aber was okay. Ist das? Kann man hier was machen? Ja. Da fehlt was. Vielleicht gibt's hier was, das mir weiterhilft. Ja, können wir mal nachgucken, ob wir hier was finden. Ah. Insignien, okay. Sehr schön. Jedes ausgerüstete Ausrüstungsobjekt erhöht die gesamte Ausrüstungskraft. Jeder Punkt Ausrüstungskraft erhöht die Gesamtkraftstufe um denselben Wert und damit auch den Schaden, den ein Held verursachen oder einstecken kann. Wähle ein ausgerüstetes Ausrüstungsobjekt, um alternative Ausrüstungsoptionen anzuzeigen. Wie viele Ausrüstungen denn noch? Und drücke A, um sie auszurüsten. Du kannst aktuell ausgerüstete und markierte Ausrüstungsobjekte vergleichen, indem du RT hältst. Okay, also R2. Okay, da gucken wir nochmal nach. Hier haben wir jetzt was Neues bekommen. So. Kraft 1, Kraft 2. Also das hier wäre besser, ne? Bänder. Bänder. Ja, das ist das Gleiche, aber okay. Gut, dann rüsten wir das jetzt mal auf. Genau, okay.
Dann hier, das rüsten wir auf jeden Fall aus. Und das rüsten wir aus. Und da, keine Ahnung, was das soll, sein soll, Insignien. Okay, aber ich meine, gut, haben wir ausgerüstet, müssen wir nicht verstehen. Ich habe den Griff für den Verteilerkasten gefunden. Das ist schön. Aber ich habe immer noch ein bisschen Panik, dass Hulk gleich wieder da ist. Okay, also ich sollte, glaube ich, generell laufen. Dort komme ich raus. Keine Spur von der Resistance. Hulk muss sie verschreckt haben. Ich sollte besser runter von dem Ding. Was soll ich jetzt mit diesen Aufnahmen machen? Ziel Kamala Khan fest. Oh, ich hasse es. Bedrohungsstufe 1. Befehl. Ziel lebend erhalten. Seid ihr mir hierher gefolgt? Das ist echt gruselig. Ziel ist Totenluft. Bedrohungsstufe 2. Reaktion eskaliert. Na komm, komm, komm. Muss ich hin? Wo kann ich hin? Ja, komm, jetzt weich doch mal aus. Weich aus. Oh, da ist auch so ein Ding. Lass mich doch mal den Angriff machen, Mann. Sich hin? Oh nee. Na toll, Nadelhände. Ah! Gegner, bei denen ein roter Angriffsindikator angezeigt wird, führen einen nicht blockbaren Angriff aus. Ja, sowas dachte ich mir schon. Diese Angriffe können nicht gekontert werden. Du kannst ihnen nur durch Ausweichen entgehen. Ja, das wollte ich ehrlich gesagt jetzt auch. Ich habe keine Angst vor euch. Wo ist er? Wo ist sie hin? Ach, da. Nee. Ihr bringt mich nirgendwo hin. Zurück! Ich komme hier raus und ich nehme diesen Stick mit. Ja, bloß nicht ausweichen. Boah, komm schon, komm schon, komm schon. Komm, ey, ich weiche jedes Mal aus. Wieso macht er das denn nicht? Ach, jetzt aber. Ich muss runter von diesem Ding. Ja, jetzt können wir auch runter. Lauf. Ziel erfasst. Oh fuck. Ziel festhalten. Oh fuck.
Bedrohungsstufe 5. Angriff! Alle Einheiten! Angriff! Ja, ich greife auch an. Wow, das ist cool. Das ist richtig cool. Ich weiß gar nicht, wo einer ist. Da ist einer. Drohne, genau, auf das Wort kam ich hier nicht. Ich höre was Gutes. Oh, Hilfe. Ob es gut für mich ist, weiß ich aber noch nicht. Ja, schlag die Roboter. Genau. Oh, wo kann ich hier rum? Ja, vergrößern, genau. Woo, jetzt geht's richtig los hier. So, wo ist der Rest? Los. Oh, tut mir leid, ich wollte dich jetzt nicht treffen. Oh. Was machen Sie da? Ganz ruhig, alles okay. Ich will nur sicher gehen, dass du nicht stirbst, okay? Okay, okay. Sie können doch nicht einfach Leuten Blut abnehmen. Ich weiß, unter normalen Umständen sicher nicht. Doch dies sind keine normalen Umstände. Heilige Scheiße, Mann. Dr. Banner. Oh, nein. Highway 9, von Highway 9 sind es etwa 20 Meilen bis Highway 90. Wenn du Highway 90 nimmst, kannst du dir den Bus nehmen. Was? Sorry. Was reden Sie da? Ich habe wirklich, also wirklich ziemlich lange Zeit, als der Große verbracht, also... Seit wann leben Sie denn hier? Ein paar Jahre, ja. Ach. Das ist bemerkenswert. Ja, das habe ich schon mal gehört. Also, deswegen verfolgen Aimbots sein Kind in die Wüste? Nicht so ganz. Ich habe etwas gestohlen vom AIM-Server. Ha, was? Wieso? Wieso? Ich weiß, okay. Ich denke, Sie sollten es sich selbst ansehen. Das ist Tarleton. Ja. Wieso schaltest du die Sicherheitsprotokolle ab? Hat er gerade... Ja, genau. Genau. Das habe ich auch gedacht. Er hat Cap dort im Reaktor eingesperrt und wollte dann die Chimera entführen. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Wir wissen, dass der Reaktor eine Fehlfunktion hatte. Ist es möglich, dass Cap ihn darum bat, die Sicherheitsprotokolle auszuschalten und die Türen Nein, zu schließen? Wir haben die A-Day-Aussagen tausendmal gehört. Tarleton und Monica waren auf der Brücke, als es zur Explosion kam. Und nur deshalb haben sie überlebt. Aber das hier beweist, dass Tarleton nicht mal in der Nähe der Brücke war, als alles explodierte. Es beweist, dass er lügt. Und wo ist der Rest davon? Der Download wurde unterbrochen. Der Rest der Videoaufnahme ist beschädigt.
Ja. Hören Sie. Was ist, wenn die Avengers reingelegt wurden? Okay? Talton, AIM. Diese ganze Heilungsgeschichte. Es passt alles nicht zusammen. Da stimmt etwas nicht. Ich kann's fühlen. Sie nicht? Und ich dachte, du wärst eine kleine Diebin, die sich mit Caps Schild davon stiehlt. Also, ich habe überlegt. Könnte Mr. Stark uns nicht helfen? Der Zentralrechner basiert doch auf seiner Technologie. Wenn uns jemand reinbringen kann, dann er, stimmt's? Ja. Da ist eine Bushaltestelle. Am Highway 9. Du fährst einfach immer nach Westen. Dann kommst du zu alten Freunden, die dir helfen können. Maria ist ein guter Mensch. Sag ihr, ich schicke dich und zeig ihr das alles. Aber Sie haben doch das Video gesehen. Tut Sie wissen, da stimmt etwas sehr nicht. Sehr leid. Ich kann dir nicht helfen. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Aber Sie sind Dr. Bruce Banner. Einer der genialsten Köpfe unserer Zeit. Geniale Köpfe? Sieh dich an. Sieh dir an, was wir getan haben. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Talton nennt Menschen wie mich Inhumans. Er meint, wir sind krank, gewalttätig und wahnsinnig. Er sagt, unsere Krankheit wird uns alle töten. Aber ich glaube das nicht. Keine Sorge, ich werde Mr. Stark schon finden. Warte, ich... Ich bring dich hin. Wirklich?